Wir stehen jetzt im Machane Yehuda-Markt, der echte Herz von Jerusalem. Hier kann man fühlen, wie die Leute sich fühlen, ob sie froh sind, ob sie in Ruhe sind, ob es einen Wahlkampf gibt, weil dann alle Politiker sind hier. Wir sehen, da werden Gemüse und Obst verkauft von erster Qualität, wie auch Gewürze, Fisch, Käse und verschiedene andere Sachen. Der Markt entstand um das Jahr 1922, 1930, waren die Engländer, die Juden, gezwungen haben, hier es zu bauen. Weil der Markt existierte schon früher, waren die arabischen Landwirten, die kamen mit ihren Produkten zur Stadt Jerusalem, die um die 4 Kilometer von hier entfernt war. Es handelt sich um die Altstadt, was wir heute nennen. Die haben bemerkt, dass es hier neue jüdische Viertel geben, die man angefangen hat zu bauen ab 1890. Und so blieben sie hier in einem offenen Feld, um ihre Sachen, ihre Waren zu verkaufen. Die Engländer haben gesagt, es ist unmöglich, weiter im Schlamm und Staub einen Markt zu halten. Und so haben sie die Juden gezwungen, diesen Markt zu bauen. Seither ist dieser Markt, Machane Yehuda-Markt, der wichtigste Platz, wo man fühlt die Atmosphäre von Jerusalem. Zwei Straßen sind da. Diese hier heißt Orach Chaim, die andere, die parallele, heißt Machane Yehuda. Hier ist es überdacht und enger. Die Machane Yehuda-Straße und Markt ist offen und nicht überdacht. Und zwischen den zwei sind kleine, enge Gassen, die wie eine Leiter verbinden die zwei Straßen. Der Markt ist täglich offen, aber natürlich nicht am Samstag. Hallo. Thank you.
ايش عزمي؟ يلا فات ابي لا 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 لا